Das Baxter Abendsportfest auf RTF 1 wird Ihnen präsentiert vom Gesundheitsunternehmen Baxter, der Spezialist für Innovationen in der Nierenersatztherapie. Hallo zum Sport mit Leichtathletik. Wir waren für Sie beim 7. Baxter Abendsportfest der LG Steinlach-Zollern im Ehrenwiesenstadion in Mössingen-Belsen. Heuer unter dem neuen Motto Jump and Fly durfte der erste Vorsitzende Dieter Schneider die Athletinnen und Athleten begrüßen. Erneut standen die Disziplinen Diskuswurf, Weitsprung und Stabhochsprung auf dem Programm. Kollege Roland Stenck moderierte und sammelte für uns auch die Stimmen. Los geht's mit dem Diskus und da gleich mit einem Paukenschlag. David Wrobel vom SC Magdeburg verbesserte gleich im ersten Wurf seinen eigenen Stadionrekord um über 1,5 Meter. Bei 63 Metern und 37 Zentimetern landete die Scheibe. Seine persönliche Bestleistung liegt bei 64,66. Damit gewann Wrobel, der seine Wurzeln im schwäbischen Musberg hat, die Konkurrenz deutlich vor Maximilian Klaus und Raphael Valeri. Lokalmatador Niklas Kretschmer, Mehrkämpfer, trat als einziger bei der männlichen Jugend U20 an. Sein bester Versuch waren 45,45 Meter. Ja, also ich bin mit der Erwartung reingegangen, den Schallrekord zu werfen, dass es gleich im ersten Versuch klappt. Damit hätte ich nicht gerechnet. War ein bisschen aufgeregt, weil es immer schön ist, hier zu werfen. Und Heimmeeting sozusagen für mich. Sechste Mal dabei bei der siebten Auflage. Und ja, dass nicht mehr rausgekommen ist, schade, aber mit 33,37 kann ich mit der zweitbesten Leistung dieses Jahr sehr zufrieden sein. Man kann sagen, es war der beste Beginn deines Wettkampfs ever. Jawohl, also mit 33,37 bin ich noch nie eingestiegen und davon zeigt, dass man im Training eigentlich sehr konstant auch ist und dass jetzt auch gleich mal am ersten raus muss. Und ist das gut, wenn man so groß beginnt oder ist es eigentlich besser, wenn man sich kontinuierlich steigert? Naja, wenn man groß beginnt, kann man den Konkurrenten schon mal schocken. Das ist schon mal gut und dann müssen sie erstmal dran knabbern, okay, er hat was drauf. Und mit 63,37 habe ich, glaube ich, schon was bewiesen. David, zwei Dinge. Erstens Glückwunsch und wir sehen uns sicher nächstes Jahr wieder. Dankeschön, auf jeden Fall. Die Damenkonkurrenz gewann Christine Pudenz vom SC Potsdam mit einer Weite von 57,03 Meter, ebenfalls Stadionrekord. Die fünfte der deutschen Meisterschaften lag damit einige Meter unter ihrer Bestweite. Platz 2 ging an die deutsche Hochschulvizemeisterin Marieke Steinacker vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Die warf knapp 2 Meter kürzer. Verena Tobis vom TSV Gomaringen wurde mit 44,34 Meter Fünfte. Christine Pudenz, war ein bisschen irgendwo zäh, aber am Schluss dann gut gesteigert. Wie siehst du es? Genau, der Wettkampf hat für mich so ein bisschen schwierig angefangen. Irgendwie bin ich nicht so richtig reingekommen. Die Einwerfer waren schon so ein bisschen... Und ohne Trainer, das ist mein zweiter Wettkampf ohne Trainer, da ist das immer noch mal ein bisschen aufregender. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da noch so einen guten Abschluss gefunden habe. 57,03 ist okay. Ja, ist okay. Wie ist eigentlich, heute haben wir hier traumhaftes Sommerwetter. Wie ist für den Diskuswerfer am besten? Mit Wind, ohne Wind, warm, kalt? Warm ist nie schlecht, aber heute war es schon fast ein bisschen zu warm für uns. Da wird man immer ein bisschen träge. Und für uns ist Wind von vorne immer gut. Vorne rechts ist immer so der beste Wind, den man kriegen kann als Werfer. Das war heute ein bisschen mau. Heute Morgen war ich kurz hier, da war es ein bisschen besser vom Wind. Aber bei dem Traumwetter kann man sich eigentlich nicht beschweren. Und relativ familiär idyllisch oder magst du lieber die großen Stadien? Nee, ich finde es schöner, wenn es ein bisschen kleiner ist. Da hat man das Publikum besser dran und irgendwie macht es mehr Spaß. Weiter geht's mit dem Schüssler Weitsprung Cup. Da war die rumänische Olympiateilnehmerin Alina Rotaru aus Rumänien Bestweite 6,78 zwar da, konnte aber verletzungsbedingt nicht starten. Der Sieg ging an Michelle Weitzel vom LC Rehlingen mit 6,03 Metern. Sie verwies Gesa Kratsch und Maria Herbinger auf die Plätze. Lokalmatadorin und Mehrkämpferin Jule Eisler kam zweimal auf 5,65, neue persönliche Bestweite. Das war heute das Ziel, hier vorne mitzuspringen und das natürlich dann für den Sieg gereicht hat. Freut mich. 6,03 Meter, wie ordnest du die Leistung ein? Ja, es war heute schwierig, auf den Balken zu kommen. Ich hatte ein bisschen Anlaufprobleme. Das kann auch damit zusammenhängen, dass ich mich bei den deutschen Meisterschaften ein bisschen am Fuß verletzt habe. Und ja, deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich heute hier springen konnte und alle 6 Versuche gut durchgezogen habe. Deutsche Meisterschaft der Erfurt, großes Stadion. Hier familiäre Idylle. Was magst du mehr?
Was mag ich mehr? Es hat alle seine Vorteile, ne? Aber ich finde das Meeting hier total schön. Die Organisatoren geben sich sehr viel Mühe und ich denke, alle Sportler fühlen sich hier wohl. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen dich nächstes Jahr wieder. Ja, das hoffe ich auch. Dankeschön. Danke dir. Das ist der Sieger bei den Männern. Max Kottmann, SV Stuttgarter Kickers, landete bei 7,20 Metern. Er verwies Manuel Retzbach, LG Region Karlsruhe und Florian Bonner vom VfL Pfullingen und Tim Holzapfel von der LG Steinach-Zollern auf die Plätze. Bonner sprang 6,99 Meter und das ist der beste Versuch von Tim Holzapfel. Da wurden 6,94 gemessen. Ja, für den späten Zeitpunkt in der Saison kann man echt zufrieden sein. War eine lange Saison, eine harte Saison, eine gute Saison. Und jetzt so als Abschluss lässt sich damit gut leben. Fünfter deutscher Meister in Erfurt. Die Traditionsfrage ist immer, was macht mehr Spaß? In so einem großen Stadion oder so ein bisschen familiär idyllisch? Es hat beides seine Reize. Die deutschen Meisterschaften an sich ist immer ein Ziel, auf das man hinarbeitet in der Saison. Aber es macht eigentlich schon sehr viel Spaß, nah an den Leuten zu sein. Da kommt viel Stimmung rüber, man kommt ins Gespräch. Und das macht eigentlich dann schon zum Teil mehr Spaß wie in großen Stadien, wenn es sich dann verläuft. Was ist eigentlich an Unterschiede zu merken? Die Bahn, sagt man, ist schneller. Gibt es am Balken auch Unterschiede, dass der eine, was weiß ich, einen besser wegschmeißt? Ja, das kommt auch immer darauf an, wie der Balken zum Beispiel reingebaut ist. Ob er flach mit der Bahn oder parallel zur Bahn eingebaut ist, ob er ein bisschen Anstellwinkel hat. Oder aber zum Teil manchmal, wenn es das ist dann nicht so optimal, wenn es nach unten geht. Also da gibt es dann schon Unterschiede, auch Plastikbrett, Holzbrett. Also ich mag lieber das Holzbrett, diesen härter, da gibt man einfach, hat man mehr Kraft. Ja. Und jetzt, was gibt's für dich, Max, diese Saison? War das dein letzter Wettkampf? Nein. Doch, das war jetzt mein letzter Wettkampf. Für mich gibt es jetzt erstmal noch ein bisschen Arbeit für die Uni machen, ein paar Hausarbeiten schreiben. Dann 4-5 Wochen relaxen und dann geht es auch schon wieder los, für den Winter zu trainieren. Das Meeting war übrigens wie immer eingebettet in die Leichtathletiktage der LG Steinach-Zollern mit regionalen Wettkämpfen und dem Ferienprogramm. Zum Abschluss dann der Sparkassenstab-Hochsprung-Cup. Da gewann Martina Schulze vom VfL Sindelfingen mit 4,42 und verbesserte damit den Stadionrekord um exakt einen Zentimeter. Auf die gleiche Höhe, aber mit mehr Fehlversuchen, kam Femke Pluim aus den Niederlanden. Regine Kramer aus Leverkusen wurde mit 4,20 Dritte. Martina Schulze, gewonnen, kann man sagen, schön, aber Stadionrekord. Bedeutet das was? In jedem Fall, weil ich einfach weiß, dass ich die Höhe jetzt in dem Jahr gut drin habe und ja auch in den letzten Jahren hier öfters gesprungen bin. Deswegen dann meinen eigenen Rekord. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch hatte, bin ich mir gar nicht sicher, aber irgendwann hatte ich ihn mal und das ist dann natürlich auch schön. Und relativ stabil 4,45 bei der Deutsche und damit Vierte. Genau. Also ist das so das Level im Augenblick oder wie muss man sich vorstellen, was noch passiert? Also ich traue mir die 50 auf jeden Fall zu und auch persönliche Bestleistung, weil es einfach gerade die Form stimmt, das Gefühl ist da. Ich habe Spaß am Springen und das ist eigentlich immer eine gute Voraussetzung, dass dann irgendwann mal vielleicht die persönliche Bestleistung fällt. Und kann vielleicht hier sein. Wie springt sie es hier? Gibt es da Unterschiede oder wie würdest du die Anlage hier einstufen? Die Anlage an sich ist super. Ich weiß nicht, hier habe ich immer schwere Beine. Ich weiß, aber ich glaube, das liegt einfach an der Hitze und dass es spät am Abend ist, bin ich irgendwie nicht gewohnt, so spät am Abend zu springen. Ich weiß noch, dass die letzten Male bin ich auch mal angekommen und habe irgendwie gedacht, huch, mal schauen, was heute läuft. Aber an sich, schöne Anlage. Inzwischen hat sich so viel getan hier mit vielen Leuten, die zuschauen. Und das ist halt für den Sport auch echt schön. Was passiert noch diese Saison mit Martina Schulze? Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Wettkämpfe machen und hoffe, dass da dann die persönliche Bestleistung irgendwann fällt. Vom Gefühl her sollte es auf jeden Fall passieren. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Er war der Überflieger des Abends. Ernest Obinia von den Philippinen. 5,61 persönliche Bestleistung. Und das war sein gelungener Versuch über die 5,31. Die schafften Gordon Porsche von der LG Oberg-Friedberg-Fauerbach und Oleg Zernikel vom ASV Landau nicht, beide mit übersprungenen 5,16 auf den Rängen 2 und 3. Seriensieger Florian Gaul vom VfL Sindelfingen hat die Saison verletzungsbedingt bereits beendet. So, und jetzt Obinia über 5,51, das wäre ein neuer Stadionrekord, der vierte dann an diesem Abend und der 21-Jährige packt es. Chapeau. Danach versuchte er sich noch dreimal an 5,65, aber die waren ein bisschen zu hoch, zumindest vorerst.
What do you think about Metzingen and all the competition today? Well, the competition is really good. The crowd was really going, helping me. Wie war der Wettkampf für dich hier in Metzingen? Es war toll, die Zuschauer haben mich toll unterstützt, es hat alles gepasst, prima Atmosphäre hier. Am Ende waren 5,65 einen Tick zu viel, was hat gefehlt? Nun, ich war ein bisschen müde, ich hatte ja 2 Tage zuvor schon einen Wettkampf in Leverkusen. Jetzt hatte ich am Ende auch ein paar technische Probleme, aber dennoch mit 5,51 neuer Start und Rekord. Ja, das ist schön, da freue ich mich sehr. Alles Gute und hoffentlich sehen wir dich nächstes Jahr wieder. Dankeschön, ja, mal sehen, vielen Dank. That means I'm consistent at the height. So we see you next year again. Thank you and all the best. I will. Thank you. Thank you very much. Rund 300 Zuschauer kamen übrigens nach Metzingen. Die Organisation hat wie immer reibungslos geklappt. Viele Helferinnen und Helfer waren im Einsatz. Und mit dem Lächeln des Siegers im Stabhochsprung schicken wir sie ins Wochenende. Das Baxter Abendsportfest auf RTF 1 wurde Ihnen präsentiert vom Gesundheitsunternehmen Baxter, der Spezialist für Innovationen in der Nierenersatztherapie.